Fahler ist ein Zusammenschluss aus 6 landwirtschaftlichen Verbänden in der Region Achterhoek. Wir sind seit 2012 mit der Koordination von Naturschutzmaßnahmen beauftragt. Ziel ist, die Biodiversität in der Agrarlandschaft zu verbessern und zu schützen. Seit 2016 kümmern wir uns vor allem um die Fauna, denn es gibt viele Tierarten in der Kulturlandschaft, deren Bestände seit langem rückläufig sind. Für Landwirte, die Maßnahmen umsetzen möchten, stehen Koordinatoren von Fauna als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Koordinator prüft, ob und welche Maßnahmen für seine Flächen in Frage kommen. Wenn sich die Flächen eignen, schließen wir einen Vertrag mit dem Landwirt und treffen darin alle relevanten Absprachen. Es ist von unserem Gesamtbudget abhängig, wie viele Landwirte am Ende teilnehmen können. Die Maßnahmen werden also nicht mehr von der staatlichen Verwaltung in Den Haag vorgegeben, sondern hier vor Ort auf die regionalen Besonderheiten angepasst. Der Koordinator weiß, welche Maßnahmen umsetzbar und vor allem naturschutzfachlich wirksam sind. Seit Fala das Management übernommen hat, sind die Verwaltungskosten von 43 auf 20% gesunken. Wir nutzen ein benutzerfreundliches EDV-System. Darin lassen sich alle Daten über unsere vertraglich vereinbarten Maßnahmen ablesen. Vertragsrelevante Informationen, zum Beispiel wann und in welchem Umfang eine Hecke durch den Landwirt gepflegt werden muss, können wir im Programm nachverfolgen. Wir führen jährliche Kontrollen durch, bei der ein Teil unserer Teilnehmer überprüft wird. Ein Landwirt kann bei vertragswidrigem Verhalten sanktioniert werden. In erster Linie möchten wir aber beraten. Wir empfehlen, dass Maßnahmen zum Beispiel zu anderen Zeitpunkten durchgeführt werden. Diese Flexibilität führt aus unserer Sicht zu einem besseren ökologischen Ergebnis. Auf meinem Betrieb integriere ich zum Beispiel Ackerrandstreifen und erhalte Kopfbäume. Von Friesland Campina, meinem Abnehmer für Milch, bekomme ich für alle Maßnahmen, die ich durchführe, einen zusätzlichen Bonus. Das ist dann ein Plus auf meinen Milchpreis und natürlich ein weiterer Anreiz, um sich näher mit den Maßnahmen zu beschäftigen. Wir hoffen, dass wir in der neuen GAP-Periode der EU mit dem Programm weitermachen können. In diesem Fall wäre es optimal, wenn mehr Budget für das landwirtschaftliche Naturmanagement freigegeben wird. Wir möchten auch die Maßnahmenumsetzung optimieren. Das erreichen wir durch Schulungen der Landwirte, denn wirksamen Agrarumweltschutz erreichen wir nur durch ein gutes Management.